Hallöchen, Freunde, willkommen zu einer brandneuen Folge von Legend of Zelda Link's Awakening. Seit der letzten Aufnahmesession ist über eine Woche vergangen. Und ich habe währenddessen nochmal hier so ein paar Aufgaben von Boris gemacht. Und wir werden heute nicht zum vierten Dungeon aufbrechen, sondern zum geheimen Dungeon. Nachdem ihr mir nämlich zahlreich in die Kommentare der vergangenen Folgen geschrieben habt, denn nochmal ganz kurz, ich habe alle Folgen, bis auf die letzten zwei, vor Veröffentlichung der ersten Folge aufgenommen. Das heißt, letzten Montag, bevor die erste Folge überhaupt kam, habe ich 7 Folgen aufgenommen. Ja, also, was muss man tun? Ich habe sogar halbwegs schon rausgefunden von selbst, aber ihr habt es mir zahlreich noch geschrieben. Dann haben wir dieses Buch noch in einer der letzten Folgen gelesen. Und deshalb gehen wir jetzt in den Farbdungeon. So, das Ganze ist hier. Ich mache hier gerade mal ein bisschen Platz. Au. Aua, ey. Dann halt nicht. So, man muss nämlich diese Vieh hier verschieben. So, und man braucht nicht mal das Buch. Ich glaube, man sieht das auch so. Ey, was machen diese ganzen Geister denn jetzt hier? So, ich glaube, der. Oder muss man die auch in der richtigen Reihenfolge verschieben? Moment, ich habe ja dieses Bild aufgenommen. Das gucken wir uns mal ganz kurz an. Nee, das nicht. Hier. Okay. Eins nach unten. Also erst der, dann der, dann der, dann der. Okay, also eigentlich schön in richtiger Richtung. Gut. Also, den nach unten, den nach links, den nach oben, den nach rechts. Und nach oben. Und dann kommt man hier rein. Das haben wir ja schon oft gesehen. Ah. So, und ich würde einfach mal sagen, rein da. Ich weiß nicht, was wir alles brauchen und ob wir das jetzt überhaupt schon machen können. Aber wir gucken mal. Labyrinth der Farbe. Ihr habt mir gesagt, ich kann mich hier entweder am Ende für Ausdauer, für Abwehr oder für Angriff entscheiden. Und ihr habt mir gesagt, Angriffe ziemlich OP, deshalb wähle ich auch Abwehr. Und dann kriegt man die blaue Rüstung. Denk ich mal. Ba, 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 ba. Da ist die alte Musik hier. Guten Tag. Kusto. Erinnert mich ein bisschen an Kusto. Aus Jumpercraft. Dies ist das Labyrinth der Farbe. Und wir sind seine Hüter. Dies. Ohne Zauberpulver wirst du hier nicht weit kommen. Du musst nur etwas sagen, dann verkaufe ich dir welches. Dankeschön, ich habe 38, das reicht. Was ist das denn? Okay, Musik finde ich schon mal sehr schön. Ba, ba, ba. Was ist das für Musik? Link to the Past? Da, da, da. Ich weiß es gerade nicht so, was das ist. Das. Ich muss sie alle blau kriegen oder alle. Ja, nee, ist klar. Jetzt habe ich sie schon wieder alle rot. Blau. Ja, jetzt. Nee, halt. Ah, ah, nee, ja. Okay. Normalerweise kann ich solche Rätsel gar nicht, aber das habe ich ja jetzt ein bisschen schnell gemacht hier. So, hast den Kompass. Sehr schön. Vor allem, weil wir das letztens erst im Livestream hatten. Bei Layers of Fear. Halt, was war das? Wir gucken uns auch mal. Oh, nee, da ist nix. Okay, aber wir haben auf jeden Fall schon den Kompass. Hier ist der Boss. Wir haben hier eine Kiste, da, da. Das hier unten sieht mir. Bomben. Ich hab's mir schon gedacht. Die guten alten Rubin-Dinger.
Nee? Ich trau dem nicht. Sind doch alle echt? Okay, ich dachte, das wären jetzt diese... Vor allem, weil die einen Schatten irgendwie dicker... dicker waren als die anderen. Was ist das? Hallo, Sir, was ist das denn für einer? Ah! Warte, die Tüte geht nicht auf? Muss ich alle? Warum geht die Tür nicht auf? Muss ich alle gelb kriegen? Nee, ich glaube nicht. Okay. Ah! Ach so. Ja, okay, dann geht's ja ganz einfach. Ah! Bam. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwie da reinrollen. Und der Schnabel, sehr schön. Vielleicht sagt er mir ja was zu dem anderen Teil da hinten. Da. Er ist schon wieder da. Vielleicht sagt mir die Eule da unten irgendwie, wie ich das aufkriege. So, jedes Feld muss ein Viereck zeigen. Hier? Ja, das... Ja, das hier wohl nicht. Hier gibt es irgendwo ein Viereck. Warum ist hier dieser eine Krug? Da ist eine Kiste. Aber vielleicht komme ich ja von hier. Vielleicht ist das der Rückweg. Ich guck mal jetzt hier unten. Kann ich hier irgendwas verschieben? Nee. Geh mal hier lang. Ah, so komme ich da hin. Ja, guck mal hier. Was ist das denn? Erinnert mich an diese Gegner aus Captain Toad's Treasure Tra Nee, die kamen doch schon in Mario 3D World vor. Und 3D Land, glaube ich, auch. So, bisher habe ich noch keinen Pulver gebraucht. Oder vielleicht doch bei dem anderen, aber ich weiß es nicht. Ah. Hier haben wir einen Schlüssel. Macht das nicht kaputt. Au. So, was haben wir hier drin? Schlüssel. Sag ich gerade noch, oh, hier ist ein Schlüssel. Was ist denn hier drin? Ah, ein Schlüssel. Ach, das ist der Rückweg. Okay. Ich dachte schon. So, jetzt könnte ich da lang. Ich kann aber auch hier oben lang. Weißt du was? Ich gehe erstmal hier gucken. Ja. Oder soll ich doch erstmal da gucken gehen? Ne, weißt du was? Ich gucke erstmal hier. Okay, das sind wirklich da. Okay. So, was sagst du? Jedes Feld muss ein Viereck zeigen. Schon wieder. So, jetzt auch noch mit Gelb, ne? Moment mal. Das war noch einfacher. Aber okay. Ich beschwere mich nicht. Okay, hier brauche ich zwei Schlüssel. Ich gehe dann doch mal wieder zurück. Ba, ba, ba. So. Gucken wir erstmal hier. Ah, geht aber rein. Oh, was ist denn das? Der Zwischenboss. Gieriger Narr, du willst mehr Stärke. Ein Tölpel wie du sollte aufgeben und zurück nach Hause gehen. Okay, tschüss. Oh, oh, oh. Okay, okay, okay. Ah. Hallo, och, ich bin noch... Ich muss einfach nur ausweichen, oder? Der macht immer mehr jetzt. Nee. Ach so. Ah.
Ach, die rollen da drüber. Ich bin ja fast tot. Was? Hä, warum bin ich denn fast tot? Wie viel zieht der denn ab? Alter, was ist das denn? Ja gut. Hä? Achso. Hab ich denn überhaupt eine... Ich hab sogar noch Fee. Ich dachte, die wäre weg. Sind hier irgendwo Herzen drin? Was seid ihr denn für welche? Hey, hier ist immer das Gleiche drin. Na gut. Bom, bom, bom. Also, nachdem ich ja wusste, dass ich, nachdem ich jetzt weiß, dass ich den schon direkt angreifen kann. Okay. Ah, ey. Hallo. Ah, wie willst du denn diesen Stein ausweichen? Alter! Ja, nee, ist klar! Ey, wie lang geht der? Wie lang geht denn der Kampf? Ey, du kannst ihn doch gar nicht richtig ausweichen. Wie willst du das denn machen? Alter, spring doch, du Vollidiot. Ey, da, wenn die da unten sind, du kannst nicht mehr ausweichen. Ja, nee, ist klar. Da fällt genau einer auf mich drauf, jetzt kommt es schon wieder. Okay. Mein Gott, was sind das hier für Gegner? Ach ja, nee, ist klar, du gibst hier eine Fee. Ach, da kann ich sogar manchmal drüber laufen, das sehe ich jetzt erst. Ey, wie sehe ich denn heute aus? Hä, jetzt fliegt es schon wieder. Okay, was muss ich tun? Ihn besiegen? Hallo! Ne, da ist ein Schalter. Da lang oder da? Ich guck erstmal hier oben. Okay, dann guck ich. Jetzt kommt ihr schon wieder. Dann guck ich erstmal hier. Wo soll ich lang? Okay, ich gucke erstmal hier. Schon wieder. So, schon wieder alles? Viereck. Bislang haben wir es gut hinbekommen. Das könnte jetzt schon ein bisschen schwerer werden. Moment. Wenn ich die vier alle aktiviere. Nee, dann ich krieg nur ihn, ne? Ich weiß gar nicht. Okay, wir machen das folgendermaßen. Das ist eigentlich ganz einfach. Und zwar so. Mach mal nochmal.
Die müssen alle rot sein, aber der muss blau sein. Genau, jetzt haben wir's. Ich brauche einen Schlüssel, den habe ich auch. Da geht's ja zum Boss. Da geht's schon zum Boss. Okay, da will ich noch nicht hin und es fehlt noch eine Kiste. So, heißt, wir gehen dann doch hier lang. So, was? Ja, da lebt ja noch einer. Ist hier schon die Kiste? Ja. Okay. Da ist sie. Ach, jetzt ist die Karte. Kurz vom Boss. Mhm. Ach nee, da geht sie noch weiter. Hä? Ach Gott. Hier war ja auch. Ich hoffe, ich kriege hier einen Schlüssel. Ja. Ah, pack den doch da rein. Alter, der gibt gar keine Ruhe mehr. Oh! Du kannst. Nein, 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 halt. 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 Okay. So. Der Schlüssel. Danke schön. Gut. Also dann nochmal hier entlang. Hier unten entlang. Guten Tag. Was sind das denn für welche? Ja, nee, ist richtig. So. Ach Gott, schon wieder? Und da schätze mich bloß nicht. Dein mickriges Schwert ist kein Witz, ist ein Witz. Oh Gott. Brauche ich das für ihn? Ah. Ah. Hm. Ist das wirklich der einzige Grund, warum ich Zauberpulver brauche? Ah! Hallo! Oh! Na, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ah, da flippt man nicht aus. Ah, der macht das gerade schon wieder. Ey, du spinnst ja wohl. Okay, aber er war um einiges leichter als der andere. Ups. Ne, Moment. Hui. Alter, ich komme bei den einfachsten Rätseln nicht weiter, ne? Natürlich habe ich gewusst, dass ich das so machen muss. So, und hier haben wir den Boss-Key. Stimmt, den habe ich komplett vergessen. Ey, wie sehen denn meine Haare heute aus? Irgendwie ganz, ganz komisch. So sah ich irgendwie noch nie aus. Ich sehe aus wie ein anderer Mensch irgendwie. Oh, oh. Ah. Dankeschön. Okay, kleiner Dungeon. Für zwischendurch. So, hier oben war das jetzt, ne? Ja. Schön hier durch. Das war's auch wirklich, ne? Okay.
So, ho, 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 ho. Oh. Oh. So. Ab zum Boss. Wo ist er denn? Ba-bam. Ich wollte schon sagen. So, los geht's. Ach Gott, was ist das denn? Oh je. Alles gut, mir kann nichts passieren. Chroma-Qualle. Mhm. Oh oh. Ey! Ach, der regeneriert sich auch schon wieder. Ablenkungsmanöver starten. Was? Alter, was soll das denn jetzt? Alter! Alter, reicht! Alter, die müssen erstmal weg. Das da, Dankeschön. Bin ich ein bisschen schneller. Komm! Komm, der hält doch nicht mehr lange durch. Am Ende bin ich jetzt nur noch auf den drauf gegangen. Und da ist er tot. Guten Tag. Feenkönigin. Feenkönigin. Sei gegrüßt, Strolli. Unglaublich, dass du es bis hierher geschafft hast. Ich verleihe dir die Macht der Farben. Ich verleihe die der Macht der Farben. Für den Angriff wähle Rot, für die Verteidigung wähle Blau. Was möchtest du? Ja, ich... Blau. Keins davon. Wer wählt denn das? Möchtest du wirklich das blaue Gewand? Ja. Ich verleihe dir nun die Macht der Farbe. Schließ deine Augen. Nein, dann kriege ich Angstzustände. Das ist ganz, ganz schlimm. Du trägst das blaue Gewand. Du erleidest nun weniger Schaden. Dankeschön. Dann sende ich dich nun zurück. Dankeschön. Sollen wir mal gucken? Okay, halbes Herz Schaden nur noch. Sehr schön, dann hätten wir aber jetzt... Achso, nee, ich wollte sagen... Wir haben hier noch irgendein Herzteil, das ist... Ich weiß immer noch nicht, was das ist. 23 Minuten, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde sagen... Ich komme mich immer noch nicht da oben hin. Ah, Moment, ich habe noch was. Ich habe noch was. Und zwar nämlich, ich habe gesehen, dass man nämlich in diesem Traumschrein oder wie das heißt, dass man da einfach durchrennen kann. Mit den Pegasus-Stiefeln. Bam, bam, babadabadam, badadadam. So, ich muss erstmal wieder hier durchlaufen. Ist hier noch was? Oh, tatsächlich. Was ist hier nochmal? Ah. Ich muss mal ganz kurz gucken, was wir hier nochmal haben. Ich weiß es nicht mehr. Irgendein Herzteil anscheinend. Ja, okay, das ist jetzt kein Problem mehr für uns. Lauf da drüber. So, einfach von hier. Oh ne, das können wir ja gar nicht. Das ist viel zu weit, oder? Ne, okay. Ich glaube, da kommen wir immer noch nicht lang. Ich muss irgendwie noch weiter springen können. Wir können ja nur drei überspringen. Ich glaube, uns fehlt dann auch irgendwie eine Menge. Weil wie viel Dings habe ich überhaupt? Wie viel Rubine? 829. Okay, wir können uns bald den Bogen holen. Obwohl ich bisher tatsächlich noch gar nichts für den Bogen gesehen habe. So, ich muss hier irgendwie hier raus. Ba-ba-dum-bam. Au. So. Ach, und übrigens, beim Angeln
Da kann man noch ein Herzteil freischalten. Da gibt es noch ein Herzteil zu angeln. Deshalb möchte ich noch mal eine Runde angeln. Ich glaube, wenn man so einen dicken Fisch noch fängt. Ja, ich weiß noch, wie es funktioniert. Dankeschön. Angelspiel des Betrugs Teil 2. Hä? Das sind jetzt ganz andere Fische. Nee, da ist jetzt nur noch der eine Fette da unten. Die haben ja schon Herzteil und die Flasche. Was anderes sehe ich jetzt hier nicht. Nein, nein, das will ich nicht. Nein! Bringt ja wenigstens ein bisschen Geld. Kleinen Fisch. Ja, eine Sprotte. 13 Rubine. Ja, ich will weiter angeln. Den da unten, jetzt ist er weg. Nein, nein! Nein, 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 ja. Komm du, jetzt nimmt er das nicht, oder? Jetzt nimmt er das nicht. Okay, ganz hinten hin. Der schwimmt nur bis dahin. Wo ist denn meine Angel? Wo ist denn mein Köder? Oh nein. Ich muss das so irgendwie. Ne, der hat auch nichts. Mann, ich sehe da unten aber auch nichts. Ne. Das liegt jetzt schon wieder genau über dem. Nein, 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 nein! Das gibt's doch nicht. Aber ich meine, ich habe diesen dicken Fisch doch geangelt. Da habe ich nichts gekriegt. Mein ganzes Geld werf ganz hinten hin. Da kommt wenigstens der Fisch da nicht. Runter, 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 runter. So, dann hier hin. Noch ein bisschen weiter. Nein! Nimm das! Jetzt ist wieder zu weit unten. Hallo hier, ey! Komm her! Jetzt ist der auch noch weg. Fange ich halt den anderen. Den hatte ich auch. Komm her, komm her. Hä, jetzt kommt so ein anderer auch noch. Ja, der ist immer noch nicht da. Dann warten wir halt. Ah. Hä, jetzt ist der kleiner. Was ist das für ein Betrug? Hm. Ich verstehe nicht, wie Leute 5 Stunden beim Angeln verbringen können. Alter, was macht der denn? Nein, lass das los. Sammeln wir gerade wieder ein. Kommt er schon wieder? Das ist ja genau die gleiche.
Nein. Nein. Das wird auch nix. Oh. Ja, damit kann ich arbeiten. Nein. Hier muss er hin. Hier. Hä? Warum? Muss ich da irgendwas beachten, wenn ich die Angel einrolle? Ich glaube, wir machen heute nichts anderes. Die Folge ist ja schon lang vorbei. Ich versuche das jetzt offscreen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.